Das ist jetzt weit genug. Oh nein, das würde ich nicht sagen. Wir wollen doch zum Baum des Lebens. Und ich glaube nicht, dass du uns aufhalten kannst. Guck sie dir an. Die sind total fertig. Ich bin so müde. Das dürfen die nicht sehen. Zu spät. Wir haben's gesehen. Nirmala, Chulun, auf die Bäume. Der verschlafene Löwe gehört mir. Wie wär's mit dem Löwen, der nicht so verschlafen ist? Und seinen so gar nicht verschlafenen Freunden. Ich dachte, du brauchst Hilfe, Ra. Eure Majestät. Danke. Es war eine sehr lange Nacht. Kion, lass das Gebrüll raus. Feg die Bösewichte weg. Nein, ich kann nicht. Surak, Balio, ihr schnappt euch Ora. Lass Ora bloß nicht durch. Tveneki Boko. Kion, ich hab Chulun geortet. Sie ist auf einem Baum. Fuli, schnell, hol Chulun. Von einem Baum? Ich versuch's. Huwazi! Nein, warte. Nirmala hat Chulun. Kion, ich habe hier das Sagen. Ja, richtig. Natürlich. Wie können wir helfen? Du und die Garde der Löwen, ihr schnappt euch Ora. Die Nachtschar übernimmt die Leoparden. Alles klar. Garde der Löwen, los, kommt! Ah, zu viele. Anga, Ono, Mama Binturong. Wird erledigt. Attacke! Daneben! Von wegen! Wartet auf mich! Kommt ja nicht wieder! Entschuldige, Rani. Wir wollten helfen, aber ich hab's anscheinend nur schlimmer gemacht. Deine Truppe hat es versucht, Kion, aber von jetzt an folgt ihr meiner Führung. Was? Aber Kion weiß am besten, wie man führt. Ich weiß, dass Kion das Talent dazu hat, ein großer Anführer zu sein, aber... Was, Talent, sagst du? Kion ist bereits ein großer Anführer. Wirklich? Ich wurde der Anführer der Garde der Löwen, als ich das Gebrüll erhielt. Aber jetzt? Ich beherrsche das Gebrüll nicht mehr. Und ich habe schwere Fehler gemacht, so wie gerade eben. Vielleicht sollte ich nicht mehr anführen. Kion? Im Ernst? Kion beherrscht das Gebrüll nicht mehr. Und er will nicht mehr anführen. Zumindest bis ich wieder gesund bin. Also deine Truppe braucht wohl etwas Schlaf. Mama Binturong und die anderen geben niemals auf. Sie kommen wieder. Die Garde könnte bei Tag auf Streife gehen und ihr ruht euch aus. Dann könnte die Nachtschar nur in der Nacht auf Streife gehen. Na, die Hilfe könnten wir brauchen. Besonders jetzt, da ich die Königin und die Anführerin der Nachtschar bin. Und die Anführerin der Nachtschar braucht Hilfe. Mama hat einen Plan. Ist gut. Ab sofort übernimmt die Garde der Löwen die Wache. Du nicht, Kion. Du kommst jetzt mit mir. Dann übernimmt ab sofort der Rest der Garde der Löwen. In Ordnung, Garde der Löwen. Abmarsch. Anga, du voraus. Ich komme nach. Geht klar. Rani, kann ich mit dir reden? Natürlich, Fuli. Was ist los? Kion scheint es irgendwie nicht besser zu gehen. Naja, Nirmala hat doch gesagt, dass es Zeit braucht, bis er wieder gesund ist. Aber es geht ihm noch schlechter, seit wir hier sind. Er hat all sein Selbstvertrauen verloren. Bist du dir sicher, dass Nirmala weiß, was sie tut? Meine Großmutter hat auf Nirmala als Heilerin beim Baum des Lebens vertraut. Du solltest ihr auch vertrauen. Na schön, wenn du das sagst. Ist alles in Ordnung? Fuli denkt, Kions Zustand hat sich nicht gebessert. Und ich denke, sie hat vielleicht recht.